Hallihallo, liebe virtuelle Welt, ganz besonders grüße ich meine Community hier auf YouTube. Hier ist euer alter Mann. Mein bürgerlicher Name ist Werner Michael Heuss und mein Thema ist heute der Welttag des geistigen Eigentums 2021, der am Montag, dem 26. April stattfindet. Und dieser Tag findet jedes Jahr immer am 26. April statt. In dieser immer dreister werdenden Gesellschaft heutzutage wird dieser Tag ein mehr und mehr ernstzunehmender Aktionstag, wie ich persönlich finde. Denn mehrere Milliarden Euro jährlich verlieren alleine Unternehmen in unserem Land, also in Deutschland, durch Ideenklau und Urheberrechtsverletzungen. Und gegen Verbrechen dieser Art kämpft die Weltorganisation für geistiges Eigentum, abgekürzt WIPO. WIPO. Gleich an dieser Stelle, es gibt zu diesem Video einen Artikel auf meiner Webseite wernermichaelheuss.com und dort könnt ihr dann auch nochmal die Begriffe nachlesen und nachvollziehen. Ist ja teilweise, ich denke mal, sind viele Begriffe unbekannt, weil man sich darüber im normalen Leben, wenn man nicht selbst gerade davon betroffen ist, mehr oder minder nie einen Gedanken macht. Und seit 2007 macht dieser Aktionstag, der im Jahr 2000 zum ersten Mal ausgerufen wurde, auf die Bedeutung von Kreativität, geistigem Kapital, Schutz von Erfindungen und künstlerischen Leistungen aufmerksam. Denn es ist eigentlich ein Thema, was jeden von uns angeht. Denn machen wir uns nichts vor, gerade Innovation und Kreativität sind das Lebenselixier jeder Kultur. Wie enorm wichtig eigene Ideen und Kreativität der Menschen für den Erhalt der kulturellen Vielfalt sind, kann sich eigentlich jeder von uns an fünf Fingern abzählen bzw. logisch denken. Und jede Kultur zeichnet sich durch Ideen aus, nach denen sie lebt und durch das, was sie letztendlich hervorbringt. Ein friedliches Miteinander der Kulturen ist zwar unverzichtbar, aber ein kleines Stück Einzigartigkeit sollten wir uns doch erhalten. Was die Wirtschaft betrifft, ist der Schutz von geistigem Kapital dringendst notwendig. Und 2021 stehen in Deutschland die kleinen und mittleren Unternehmen im Mittelpunkt dieses Aktionstages. Egal in welcher Branche und egal wo auch immer auf dieser Welt. Es ist immer das Gleiche, denn jedes Unternehmen beginnt mit einer Idee. Einer Idee, die im Kopf eines Menschen entstanden ist und dieser Mensch hat diese Idee wahrscheinlich lange Zeit mit sich herumgetragen. Eine Idee, an die dieser Mensch gefeilt und ganz viel Herzblut in diese Idee verwendet hat. Einer Idee, die durch vielleicht auch Mut und nicht zuletzt Risikobereitschaft dann irgendwann ihren Weg in die freie Wirtschaft gefunden hat. Von der Idee bis auf den Markt, da sind viele, viele Stationen. Ich sage mal nur noch Hashtag Existenzgründung,
Gründungsdarlehen, Gründungsmodelle, deutsches Patent- und Markenamt und so weiter und so weiter. Da ist viel zu bewältigen und es gibt massiv Steine, die da auf dem Weg liegen. Und wenn man eine Idee hat und diese Idee akribisch verfolgt, sie mit immer neuen Einfällen verfeinert, durch Fachwissen und das notwendige Gespür anreichert, wird sie zu einem geistigen Eigentum. Und da sollte das Urheberrecht greifen. Laut der Weltorganisation für das geistige Eigentum, also der WIPO, wie eben schon mal erwähnt, ist das Urheberrecht jedoch noch viel zu wenig geschützt. Dabei sollte es den Unternehmen dabei helfen, die eigenen Ideen und Entwürfe zu wahren. Urheberrecht zu erhalten, ist oftmals ein schwieriges Unterfangen und sollte in Zukunft leichter realisierbar gemacht werden. Und wie sinnvoll dieser Aktionstag am 26. April ist, zeigt sich vor allem durch das wachsende Interesse der politischen Bühne. Die Politiker stellen immer häufiger heraus, wie wichtig einerseits geistiges Eigentum ist und andererseits dessen Schutz mit der steigenden Digitalisierung wachsen muss, denn im Zeitalter von Smartphone, iPhone, Internetverbindung an jeder Straßenecke fällt es immer schwerer, seine Daten zu schützen. Schon die persönlichen. Das ist schon nicht einfach. Und Ideen, Geschäftsideen, erst recht. In Deutschland läuft unter der Schirmherrschaft des Bundesministers des Inneren seit nunmehr 10 Jahren die Initiative Deutschland sicher im Netz. Das deutsche Patent- und Markenamt ist in unserem Land die richtige Anlaufstelle, die Erfinderinnen und Erfinder, aber auch Investorinnen und Investoren nicht nur dazu ermutigt, ihre Ideen zu verwirklichen, sondern es auch belohnt, indem diese Menschen passendes Schutzrecht bekommen, im besten Fall sogar ein Patent. Und was dem im Weg steht, ist die zunehmende Produktpiraterie, die durch Nachahmerware, also sogenannte Plagiate, den Hersteller der Originalware stark schädigt und in Firmen nicht nur für Umsatzrückgänge sorgt, sondern letztendlich natürlich auch Arbeitsplätze bedroht. Auch das ist in den Medien ausreichend behandelt und beinahe ständig Thema. Und wer privat geistiges Gut, welches eventuell irgendwann einmal geschäftliche Anwendung finden soll, egal ob es nun Texte, Bilder, Drehbücher, Songs, Software oder Webseiten sind, empfehle ich notarielle Hinterlegung online. Denn diese Daten sind dann sofort durch einen sekundengenauen Zeitstempel gemäß dem Vertrauensdienstgesetz vom 29.07.2017 geschützt und die notarielle Beglaubigung ist lebenslang gültig. Ich selbst habe eine größere Anzahl von Sprüche, Gedichte, Artikel, Buchtiteln auf diese Weise schützen lassen und kann nur jedem raten, geistiges Gut schützen zu lassen. Denn man weiß nie, wozu es einmal gut sein kann. Natürlich, wenn man entsprechend davon überzeugt ist und entsprechend
Pläne hat und auch den nötigen Mumm, die irgendwann mal in die Tat umzusetzen. Den habe ich. Trotz allem. Mal schauen, ob es noch hinhaut. Ich bin noch guter Dinge. Und schlimm ist es dann, gerade dann, wenn man sich in sogenannten sozialen Netzwerken oder Communities, die angeblich der Pflege virtueller Freundschaft dienen, wenn man sich dort bewegt und dort austestet, zum Beispiel, wie kommt es an, indem man mal eine Leseprobe von einem eventuell geplanten Roman gibt, das habe ich auch gemacht, indem man Bilder erstellt mit seinen Sprüchen, um dann zu gucken, wie kommt das an. Ja, ich mache ja alles selber, ich mache die Bilder selber, ich mache die Texte selber, ich habe viele, viele Ideen und vieles muss raus. Ja. Und ganz schlimm, besonders schlimm, sind solche Communities, wo der Diebstahl eindeutig als Eigentum meiner Person gekennzeichneter Bilder und Texte. Da ist dann ein Bild, ein Profilbild von mir drauf, mein Kopf. Da ist mein Name drauf. Da sind Links zu meinen Webseiten drauf. Und das wird dann durch bestimmt, ganz bestimmte Leute, da gibt es eine ganze Struktur für, daraus editiert und teilweise sogar mit dem Höchstmaß an Frechheit der eigene Name eingesetzt. Ja. Und das Ganze ist ja so wunderbar, weil ja diese Menschen durch die Schweigepflicht, die die wundervollen Nutzungsbedingungen des Betreibers vorgeben, in dem niemand benannt werden darf. Ich kann dann jetzt nicht schreiben, ne, die und die und der und der haben, weil man es ganz klipp und klar, ich habe ja dann die, ich habe das ja gefunden, gesehen, so, oh, ups, da ist mein Name raus und, hätte man hingehen können und hätte sagen können, so, nein, dann wirst du bestraft. Und die Leute gehen stets ungestraft los und bedienen sich fürstlich. Und dann, und das ist ja das Schlimmste noch, kommen in diese Bilder und Texte von wirklich von grenzenlosen Hohn und Spott überragt auch noch Überschriften drauf, wie von meiner heutigen Klemm- und Klautour. Steht ganz offiziell oben drüber, voller Stolz. Habe ich gefunden, habe ich meinen Namen reingesetzt. Steht da drin und weiß genau, dass nichts passiert. Die Betreiber, Märchenschlaf. Ja. Und die Verantwortlichen, die dafür Verantwortlichen, die gehen sogar noch hin und bejubeln das Ganze. Unglaublich. Und wenn dann so eine Person wie ich, der irgendwann mal der Kragen platzt, hingeht und sich das nicht mehr gefallen lässt, dann wird in allen Netzwerken, oh, der alte Mann, da wird rumgejammert und rumgeheult, wie es erbärmlicher nicht sein kann. Naja, es ist so. Ich wünsche jedem Mensch, der eine gute Idee hat, wofür auch immer, von Herzen gerne alles Glück dieser Welt, dass das Urheberrecht greift und die Mitmenschen respektvoll mit dieser Idee umgehen. Uns allen wünsche ich heute einen guten Start ins Wochenende und am Montag ist ja Beginn der neuen Woche. Dann wünsche ich euch allen einen sonnigen Start in die neue Woche mit vielen schönen Momenten und bleibt von Faktor C verschont. Toi, toi, toi.
wünscht euer alter Mann. Ich hab euch alle lieb und sag bis dann. Ciao, ciao, ihr Lieben.